Jonathan Nolan spricht über Fallout Staffel 2 und Sonic 3 begrüßt einen prominenten Neuzugang. Spider-Man 4 könnte derweil von einer wahren Legende inszeniert werden, während Quentin Tarantino bei seinem finalen Film eine 180-Grad-Wende einlegt. Das und mehr jetzt in den Kinocheck-News. Casting-Neuigkeiten zu Sonic 3. Die Freude war bereits groß, als bekannt wurde, dass Shadow the Hedgehog seinen großen Auftritt im dritten Teil erhalten wird. Doch die Freude wird jetzt nochmal verstärkt. Niemand Geringeres als John Wick-Star Keanu Reeves wird die Figur synchronisieren. Die Ankündigung erfolgte kurz nach der Präsentation von Paramount Pictures auf der diesjährigen CinemaCon und wurde anschließend von The Hollywood Reporter bestätigt. Shadow, der erstmals in dem Videospiel Sonic Adventure 2 vorgestellt wurde, entstammt einem Forschungsprogramm und wurde von Dr. Robotniks Großvater erschaffen. Die Figur weist äußerlich große Ähnlichkeiten zu Sonic auf und gilt als einer seiner größten Rivalen. Obwohl er oftmals eine arrogante Haltung an den Tag legt, gilt er gleichzeitig als einer der tiefgründigsten Charaktere des Sonic-Universums. Dass Keanu Reeves jetzt der Figur seine Stimme leiht, ist auch deshalb interessant, weil sich Sonic in Teil 1 als großer Fan des Schauspielers bekannte. Vermutlich erwartet uns in Sonic 3 daher der ein oder andere Meta-Gag. Kinostart ist der 19. Dezember. Es wäre eine absolute Sensation. Sam Raimi könnte ersten Gerüchten zufolge die Regie für Spider-Man 4 mit Tom Holland übernehmen. Laut neuesten Berichten von World of Real könnte der Regisseur tatsächlich für einen weiteren Spider-Man-Film zurückkehren, diesmal eben mit Tom Holland statt Tobey Maguire. Die Spekulationen basieren auf internen Quellen, die von Gesprächen zwischen Raimi und den Verantwortlichen bei Marvel und Sony berichten. Bislang liegt zwar noch kein offizielles Angebot auf dem Tisch, doch die Möglichkeit einer Zusammenarbeit hängt offenbar nur noch von Raimis Terminkalender ab. Der Regisseur ist derzeit in der Branche stark gefragt und wird mit verschiedenen Projekten in Verbindung gebracht. So kursierten bereits Gerüchte durchs Internet, dass er möglicherweise auch an Doctor Strange 3, Avengers 5 und Avengers 6 beteiligt sein könnte. Für Marvel und Sony dürfte Raimi zweifelslos eine besonders attraktive Option sein. Immerhin erfreuen sich die ersten drei Spider-Man-Filme nach wie vor großer Beliebtheit. Und auch Raimis Ausflug ins MCU mit Doctor Strange in The Multiverse of Madness hatte eine eigene Qualität. Sollte es aber nicht zu einer Verpflichtung Raimis kommen, dann erwägen Marvel und Sony laut World of Real auch die Dungeons & Dragons-Regisseure John Francis Daly und Jonathan Goldstein für den Posten der Regie. Diese waren bereits am Drehbuch für Spider-Man Homecoming beteiligt. Auch Jon Favreau wäre eine Option. Dieser legte mit seinen Iron-Man-Filmen immerhin den Grundstein für das sehr erfolgreiche MCU. Spider-Man 4 soll im Herbst dieses Jahres mit den Dreharbeiten starten. Eine Entscheidung bezüglich des Regiepostens dürfte also nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Keine Zeit für den Ruhestand. Nach seinem gefeierten Western-Krimi Killers of the Flower Moon meldet sich Meisterregisseur Martin Scorsese gleich mit zwei neuen Projekten zurück, die in einem Rutsch gedreht werden sollen. Dabei handelt es sich laut Deadline zum einen um die Buchverfilmung A Life of Jesus, für die der Regisseur ersten Informationen zufolge gern mit Andrew Garfield und Miles Teller zusammenarbeiten würde. Der 80-minütige Film wird in der Gegenwart spielen und sich mit den Kernlehren Jesu befassen. Gedreht wird in Israel, Italien und Ägypten. Aber auch ein Biopic über Frank Sinatra befindet sich offenbar in Entwicklung, für das sich Scorsese erneut mit Leonardo DiCaprio zusammenschließt, welcher die Hauptrolle spielen soll. An seiner Seite befindet sich Jennifer Lawrence als Sinatras zweite Frau Ava Gardner. Ein kleines Problem gibt es allerdings dabei. Tina Sinatra, die den Nachlass ihres Vaters verwaltet, hat bisher noch keine Zustimmung für das Projekt gegeben. Sollte es aber dazu kommen, dann könnten beide Filme in einem Rutsch gedreht werden, sodass eine Veröffentlichung im Jahr 2025 oder 2026 möglich erscheint. Aktuell wird Sony Pictures als potenzielles Studio für die Finanzierung der Projekte gehandelt, aber auch Apple zeigt weiterhin Interesse an den Filmen des Regisseurs. Immerhin arbeiteten Scorsese und Apple bereits sehr erfolgreich für Killers of the Flower Moon zusammen. Damit hätte wohl niemand gerechnet. The Movie Critic sollte eigentlich der neueste und finale Film der beeindruckenden Karriere von Meisterregisseur Quentin Tarantino werden. Doch nun kommt alles anders als gedacht. Tarantino hat die Arbeit an dem Film abgebrochen. Wie Deadline berichtet, beschloss Tarantino, The Movie Critic nicht als sein 10. und letztes Filmprojekt fortzusetzen. Diese plötzliche Wendung dürfte für viele überraschend kommen, da sich der Film bereits kurz vor dem Drehstart befand und viele Details über die Besetzung und Produktion bekannt waren.
Beispielsweise sollte Brad Pitt die Hauptrolle übernehmen und auch Actionstar Tom Cruise war für eine Rolle im Gespräch. Insiderquellen berichten jedoch, dass Tarantino sein Drehbuch immer wieder umgeschrieben habe, was zu einer Verzögerung der Produktion führte. Am Ende beschloss Tarantino letztendlich, die Arbeiten an The Movie Critic komplett einzustellen, da das Projekt nicht mehr seinen Vorstellungen entsprach. Dies dürfte ein wenig an die Kontroversen um The Hateful Eight erinnern. Auch hier stand das Projekt kurz vor dem Aus, nachdem das vorläufige Drehbuch ins Netz gestellt wurde. Schlussendlich kehrte Tarantino aber doch zurück und führte den Film erfolgreich zum Abschluss. Jetzt dürfte es spannend werden, welcher Film den Platz von The Movie Critic als finales Werk des Regisseurs übernehmen wird. Erste Quellen deuten bereits darauf hin, dass der Regisseur wieder am Reißbrett sitzt und darüber nachdenkt, wie sein neuer letzter Film aussehen könnte. Denn nach wie vor gilt, nach 10 Filmen will Tarantino seine Regiekarriere beenden. Die Serienumsetzung von Fallout ist ein voller Erfolg und begeistert derzeit Millionen von Zuschauern. Eine offizielle Bestätigung für eine zweite Staffel steht zwar noch aus, dennoch spekuliert das Produzententeam um Jonathan Nolan bereits fleißig, worum es in der Fortsetzung gehen könnte. In einem Interview mit The Wrap verriet Nolan, dass ein ganz spezieller Schauplatz im Fokus der zweiten Staffel von Fallout stehen soll. Die Rede ist von einer Stadtlandschaft, die stark an New Vegas aus dem gleichnamigen Game erinnern soll. Ebenso wurde über die mögliche Einführung der Todeskrallen diskutiert. Die Co-Showrunner enthüllten, dass man sich solche Elemente für die zweite Staffel aufbewahren wollte, um ihnen die nötige Bedeutung und Wirkung zu verleihen. Der Ansatz, bekannte Elemente der Spiele in die Serie zu integrieren, während gleichzeitig eine eigene Geschichte erkundet wird, solle ein ausgewogenes und authentisches Fallout-Erlebnis bieten. Darüber hinaus bekundete auch Breaking Bad-Star Aaron Paul Interesse, in der Serie eine Rolle zu spielen. Immerhin arbeiteten Paul und Nolan bereits in der Serie Westworld zusammen. Eine Besetzung für Fallout ist also gar nicht so unwahrscheinlich. Bisher warten wir noch auf eine offizielle Bestätigung von Amazon für Staffel 2. Allzu lange dürfte diese aber nicht mehr auf sich warten lassen. Der Hype ist immerhin gewaltig. Das Monsterverse lebt. Während das Actionspektakel Godzilla X Kong weiterhin sehr erfolgreich im Kino läuft, geht es auch im TV-Bereich voran. Denn neben einer zweiten Staffel von Monarch Legacy of Monsters plant Apple auch eine Reihe weiterer Spin-off-Projekte. So kündigte der Konzern in einem Pressestatement an, dass man intensiver mit Legendary Entertainment zusammenarbeiten wolle, um das Monsterverse weiter auszubauen. Die Spin-offs könnten sich möglicherweise mit Monstern wie Mothra oder Ghidorah befassen. Immerhin hatten diese bereits einen Auftritt in Godzilla King of the Monsters. Morgan Wendell, Leiter der internationalen Entwicklung von Apple TV Plus, betonte die überwiegend positive Resonanz der Zuschauer auf die erste Staffel von Monarch Legacy of Monsters und bezeichnete eine Fortsetzung als logische Konsequenz. Die zweite Staffel soll erneut von den Showrunnern und Co-Schöpfern Chris Black und Matt Fraction in Zusammenarbeit mit Safehouse Pictures und Matt Shackman umgesetzt werden. Details zu einer potenziellen Handlung gibt es bisher zwar noch nicht, es könnte allerdings sein, dass sich die neue Staffel der hohlen Erde widmet und die Lücke zwischen Godzilla vs. Kong und Godzilla X Kong The New Empire schließt. Es geht in die zweite Runde. Die 2019 veröffentlichte Horrorkomödie Ready or Not entwickelte sich mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 58 Millionen Dollar zu einem kleinen Hit. Grund genug also für eine Fortsetzung, die sich scheinbar schon länger in der Entwicklung befindet. In einem Interview mit Entertainment Weekly verrieten die beiden Regisseure Matt Bettinelli-Alpin und Tyler Gillette, dass Ready or Not 2 bereits seit 2019 in Planung sei. Das Drehbuch sei inzwischen fertig und laut Gillette eine absolute Bombe. Doch bei allem Selbstbewusstsein der Macher sei gesagt, Searchlight Pictures hat bisher noch kein grünes Licht für die Produktion gegeben. Ebenfalls bleibt unklar, ob Samara Weaving in ihre Rolle zurückkehren wird. Das Regieduo gibt sich aber optimistisch und lässt verlauten: Searchlight und Samara werden das Projekt nicht im Stich lassen. Für Fans des Vorgängers gilt also Daumen drücken. Abschied nehmen fällt schwer. Das gilt nicht nur für das Ende dieser News, sondern auch für den finalen Film der Venom-Trilogie mit Tom Hardy. Was es mit seinem vielleicht letzten Auftritt auf sich hat, erfahrt ihr in unserer neuesten Filmvorschau. Riskiert gerne einen Blick, aber erzählt uns vorher in den Kommentaren, was ihr von den aktuellen Neuigkeiten haltet. Wir sind gespannt auf eure Meinung.